Ich bin noch beim Erforschen meines Körpers. Ich bin bereit. Uiu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 
It's on you now, investigators. Whispering Pines is waiting. We're all counting on you. Ist dir auch was aufgefallen? Dass sie was anderes sagt als die Übersetzung? Ja. Oh, hi. Oh, hast du cuten, du hast einen Mushroom auf deinem Shirt. Ja. Ich muss mal ganz kurz gucken, was meine Lüfter sagen, ob ich die voll aufgedreht habe. Ja, habe ich, okay. Weil es ist ein bisschen warm am PC, aber es geht. Das. So. Ich habe den VHS-Filter angemacht, der sieht gar nicht schlecht aus. Oh Gott, wir können rennen und wir können springen. Ich kann springen. Oh Gott, das hat aber Headbobbing, ne? Ja. Was war das? Ich bin noch beim Erforschen meines Körpers. Ich habe keine Ahnung. Lies du doch mal den Zettel. Ich passe auf. Was für ein Zettel? Der Zettel hier bei unserem Neben dem Kumpel? Skelett. Wie nehme ich den da? Den Kumpel-Skelett. Aufgaben aktualisiert, Klemmbrett prüfen. Hat nicht funktioniert. Mein Name ist John. Schlüssel im Norden. Was zum? Ich habe das vorgelesen. Jetzt muss ich aber noch mal gucken. Also John und Schlüssel im Norden. Warte. Ach, das bist du, oh Gott. Wir können sogar. Warte mal. Einstellung. Realistische Kopfbewegung, das ist gar nicht eingeschaltet. Sollte ich vielleicht mal die Happy YouTube-Musik im Hintergrund mal ausschalten bei mir? Och. Kann man auch machen. Wie ist das ohne VHS-Filter? Nee, ich glaube, mit VHS-Filter finde ich interessanter. Ja, das Headbobbing ist gar nicht eingeschaltet. Die realistische Kopfbewegung ist gar nicht drin. Ach, gut. Oh Gott, nee. Mal wieder aus hier. So. Schlüssel im Norden. Bereich. Super, dass ich mir das noch von Näherem angucken kann. Ja. Ist der Schlüssel im Norden da, wo der rote Kreis ist? Ist da Norden? Ich denke. Hier drin ist übrigens das Tutorial. Ach so. Drücke E, um mit deiner Umgebung zu interagieren. Was habe ich hier? Ist das ein Spiegel oder... Nee, irgendwas. Ich sehe dich damit aber nur weiter weg. Aufgabe Klemmbrett. Okay, mit G lässt man Sachen fallen. Ich habe eine Taschenlampe gefunden. Oh, hallo. Ist das ein Funkgerät? Nein. Hörst Level 92. Hast du denn da aufgehoben? Was ist fallen lassen? Das ist hier wie so ein Spiegelchen. Okay, ich habe wohl ein Image. Ah, mit dem Mausrad kann man da durchscrollen. Signaltyp, kein Signal. Ja. Was ist passiert? War ich das? Was denn? Es ist gerade so grau und dunkel hier. Jetzt ist es wieder normal. Hä? Was ist hier gerade passiert? Gegenstand ablegen. Interagieren. Smartphone. Wir haben ein Smartphone. Ich habe ein Smartphone. Mein Pulsmesser, mein Ruhepuls ist bei 102,5. Das stimmt so in etwa. Inventar-Tab. Ducken. Ducken stimmt nicht. X-Gegenstand einpacken.
Stimmt auch nicht. Wo war das Smartphone? Ah, bei mir ging das. Ja, das Smartphone aber nicht. Nee, ich glaube, das ist extra, weil das nicht im Inventar an sich ist, sondern... Ich hätte jetzt aber gehört zum Körper sagen. Kann ich mir aber gar nicht alles merken. Sprachchat V. Hallo, 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 hallo. Glaube nicht. Test, test, test. Hörst du mich? Hä? Hörst du mich dadurch anders irgendwie? Okay. Ah, oh, warte mal. 2, 3. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Test, 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 test. Bliblablub. Ich, keine Ahnung, ich glaube nicht. Gut. Ah. Komm mit etwas zurück, das vielleicht recherchiert. Was drücke ich denn hier für Tasten? Jede paranormale Ermittlung kann zusätzliche Recherche gebrauchen. Komme zur Büchersammlung, wenn du etwas Interessantes gefunden hast. Eine Mietekarte. Ist das hier quasi unsere Base oder was? Anscheinend. Manche Items werden freigeschaltet, wenn du sie findest. Du kannst sie hier neu spawnen, falls du sie unterwegs verlierst. Okay. Everyone who saw him died. Okay. We tried to hide, but he found us. Also vor dem Kopflosen kann man sie nicht verstecken. Vor der komischen Figur mit geschmolzenem Gesicht, die darf man nicht ansehen. Das kann ich mir nicht merken. Und der ohne Hände ist immer bei einem. Und bei der muss man da sagen, go away, go away, go away. Oder einfach nur wegrennen. Darf ich das auch auf Deutsch sagen, wenn ich auf Deutsch gestellt habe? Hä? So gucke ich mir jetzt die Karte von außen an. Da drauf drücke. Okay, hier ist ein Koffer und... Na dann. Ist das Geld? Nee, Pillendöschen. Ich habe ein Pillendöschen in der Hand. Kann man noch um die Ecke? Du bist nicht verletzt. Hier ist ein Zettel. Liebe Experten, na, geh mal weg, damit ich lesen kann. Wir wenden uns an Sie in der Hoffnung, dass Sie uns helfen können, ein schreckliches Geheimnis zu lüften, das unsere Gemeinde heimgesucht hat. Der Wald von Whispering Pines, der für uns immer eine Quelle des Wunders und der Schönheit war, ist zu einem Ort des Schreckens und der Unsicherheiten geworden. Schatten wurden gesehen, die sich zwischen den Bäumen bewegten, und mehrere Menschen sind spurlos verschwunden. Niemand weiß, was mit ihnen geschehen ist. Wir alle leben in Angst. Wir bitten Sie deshalb, nach Whispering Pines zu kommen und mit Ihrem Fachwissen, die Wahrheit hinter diesen bizarren Ereignissen herauszufinden. Unser einziger Wunsch ist es, den Frieden in unserer Gemeinde wiederherzustellen und diesem Albtraum ein Ende zu setzen. Wir sind bereit, zu viel Text. Wir sind bereit, jede notwendige Entschädigung für Ihre Dienste anzubieten. Aha. Bitte helfen Sie uns, einen Weg aus dieser Finsternis zu finden. Gezeichnet Emma Johnson. Oh, eine Taschenlampe könnte ich auch mal mitnehmen. Okay. Also ich habe jetzt eine Taschenlampe, dieses Walkie-Talk. Du hörst mich noch, oder? Ich höre dich einwandfrei. Okay. Eine Taschenlampe, Walkie-Talkie-Ding, irgendwas Radarmäßiges. Warte, wo ist denn das? Eins. Ah, okay. Hä? Vorhin habe ich was anderes damit gesehen, aber gut. Ein Radar und noch so ein komisches Ding und ein Pillendöschen. Wollen wir einfach mal nach Norden? Ja, sollen wir den Weg lang gehen oder sollen wir querfeld eingehen? Oh Gott, was war das denn? Alter, was war das? Hast du das gesehen? Das hast du nicht gesehen? Nein, es hat mich irgendwas angesprungen. Was war das? Gosh! Was ist da passiert? Und warum hast du nicht geschrien? Ich hab geschrien, aber ich glaube, mein Mikrofon hat das rausgesucht. Was war das? Das war wie so ein Lehmmann. Ein Lehmmann hat mich angesprungen?
Ja. Wo sehe ich denn mein Leben? Ja. Das ist mein Pulsmesser. Mehr weiß ich auch noch nicht. Komm, lass uns gehen, bevor er wiederkommt. Wo willst du hin? Ich wollte nach Norden. Ja. Hier, querfeldein. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, querfeldein, super Idee. Berg. Du bist noch bei mir, ja? Ja, ich sehe dich noch. Okay, wenn du irgendwas anderes siehst, dann sag Bescheid. Du bist um die Kurve gerannt, du bist weg. Jetzt sagst hi. Nein. Ich lauf nach Norden. Das ist so eine Mischung aus Gehinom und wie heißt das wieder? Mit der Geisterjagd hier. Ja, was sind. Achso. Ghost Watchers? Nee. Hier mit den verschiedenen Sachen, Kreuz und so ein Kram, die Häuser mit der Farm. Ich kann das wieder nicht weglegen hier. Ich kann wieder nichts weglegen. War doch mit X. Mit C kriege ich. Da stand doch vorhin was mit Steuerung. Nee, Steuerung und C. Steuerung geht nicht. Snack Stackers. 70 Kalorien. Großartiger Geschmack. Null Fett. Schmeckt großartig. Was ist mit dem Schlüssel? Ist im Norden? Hast du einen Schlüssel? Happy 90th Birthday. Oh, hat dir jemand Geburtstag gehabt? Ja. 90. Geburtstag? Uiuiui. Die Kirche, das ist ja überhaupt nicht gruselig. Ist irgendwie da hinten mit der Curse-Level höher, wenn ich nach rechts gucke. Warst du das? Hast du das gehört? Was war das? Hörst du das? Ja. Hier ist Dings ums Level 5. Ich weiß noch nicht, was mir das bringt. Kannst du die Tür zumachen? Kann ich nicht. Okay, hier ist ein Zettel. Ich guck mal. Hier. Neue Aufgabe im Klemmbrett. Wenn jemand dies sieht, bitte einfach verschwinden. Okay. Es sei denn, du willst endlose Qualen erleiden. Nee, ich bist du das? Ja, ich bin es. Ich vergesse mich selbst, meinen Namen verliere, meine Erinnerung, mein Verstand muss es beenden, bevor es zu spät ist. Niemand sollte sehen können. Oh Gott, was machst du da? Was ich gesehen habe. Ich habe die Türen zum Bürogebäude östlich des Friedhofs. Merkt ihr erstmal mit, weil wenn ich laut vorlese, dann weiß ich nicht, was schneller. Da. Östlich des Friedhofs mit den Namen der Toten versiegelt. Warte, was? Ich habe die Türen zum Bürogebäude östlich des Friedhofs mit den Namen der Toten versiegelt. Ich habe es so gemacht, wie es im Buch steht. Vermutlich existieren ihre Seelen nicht mehr. Der Schlüssel zu dem, was uns ins Verderben führte, ist in meinem Büro. Sicher hinter versiegelten Türen. Ich habe dafür gesorgt, dass die Kerzen richtig aufgestellt sind. Wenn du verrückt genug bist, weiterzumachen, habe ich dort noch eine Notiz hinterlassen. Wenn du das Gebäude wirklich betreten willst, musst du zuerst das Siegel der Türen brechen. Berühre die richtigen Gräber und das Siegel wird gebrochen. Dies wird jedoch nur der Anfang eines größeren Schreckens sein. So, schon bald werde ich ein wanderndes Gefäß ohne Verstand sein. Leb wohl, John. Namen, hier sind Namen in einem Buch. Kann ich aber nicht richtig sehen. Ich kann es doch angeblich anfassen. Kannst du das hier anfassen? Guck dir mal das. Sie stehen in der Luft. Sie stehen, wenn du hier bist, in der Luft bei mir. Ach so, das macht Sinn. Grabsteine stehen und starren dich. Mike, Martha, Haley, Huey, George, Leon. Mike, Martha, Haley, Huey, George, Leon. M-M-H-H-G-L. M-M-H-G-L. M-M-H-G-L. Good luck. Good luck.
MMHHGL. Wir schreiben das nicht auf, wir schaffen das. MMHHGL. Hier ist James. Peter. Oh Gott, welches M zuerst? Martha Thomas? Bin ja noch da. Nee, erst Mike. Brown. Mike Brown? Ja, erst Mike. Oder soll ich dir vorlesen und du suchst? Oder? Kann ich machen. Ich hab. Und die kannst du berühren? Anscheinend. Aber Mike Brown kann ich nicht berühren. Ist der anders? Nicht Mike Brown? Der heißt Mike Brown. Der erste. Und dann kommt Martha. Kann Mike Brown nicht berühren. Wo bist du denn? Hier. Ich kann schon wieder es nicht weglegen. So. Jetzt passiert nichts, ne? Nee, aber hier bei Martha Thomas, da fängt der Grabstein an. Ah, Martha Thomas ist die Eins und da müsst du die drei Zweiten rausfinden. Okay, ich geh nochmal gucken. Haley, Huey, George, Leon. Ich hab Haley angetatscht, ist das Grab von Martha wieder ausgegangen. Okay, ich hab hier Leon. Mach mal. Nee. Ist ausgegangen. Warte. Ist wieder an. Hier ist Huey. Mit E, oder? Ausgegangen. Schon wieder ausgegangen. George hatten wir auch, ne? Kann ich? Ja. Auch aus. Vielleicht müssen wir tatsächlich irgendwo. War der gesagt, irgendwo ist eine Liste oder so? Ja, welche daneben, Reihenfolge? Aber das kann man nicht so. Nicht so gut lesen. Daneben steht important. Ihr Wert ist der Schlüssel, weise ist die Wahl. Ihr Wert ist der Schlüssel, 6 an der Zahl. Blick auf die Zahlen, nur die letzte hat Gewicht. Nur die letzte hat Gewicht. Martha hat die, Thomas hat die 0 am Ende. Das ist eine 8. Woher weißt du das? 7. 6. Ah, ich verstehe. Jahreszahl. Nur die letzte hat Gewicht. Ist hier noch andere Nummern? Mike, Martha, Haley, Huey, George, Leon. Ja, 1. Haley war die 1. Mike hat 0,8 am Ende. Ja, deswegen. Aber es sind doch nur 6. Ach, jetzt sind sie wieder ausgegangen. Ne? Ich habe den falschen Grabstein angetatscht. Ja, und es ist egal. Es ist ja nicht 1, 2, 3, 4, 5, sondern Hauptsache aufsteigend. Okay, 5, 6. Ein Grabstein fehlt aber noch, ne? Es fehlen noch 4. Nee, ich meine, die wir finden müssen. Was war das? Hier ich habe Mike Brown hier. George, Leon, Mike, Martha und Huey haben wir. Es fehlt aber noch. Haley. Nee, Haley ist hier neben. Ich habe hier Haley. Wie machen die Geräusche hier, Kürre? Ich habe hier 3. Und ich glaube, dass. Brown der letzte ist. Du musst jetzt von deinen dreien auf der anderen Seite den mit dem niedrigsten Wert. 6 und 7. Okay, dann der. 5, dann 6. Ja. 7. 7. Und ich habe 8. Yay, Aufgaben aktualisiert, Klemmbrett prüfen. Ich weiß nicht, wie ich das Klemmbrett aufrufe. Ich auch nicht. Irgendwo ist ein Office. Östlich von der Kirche, hat er gesagt. Was?
Was war denn das schon wieder? Ich sehe das nie. Bitte was? Bitte was? Was ist los? Peri, alles gut? Ich spiele sie so gerne. Man hört dich gar nicht schreien. Man hört doch immer eine Stille und sieht dich weglaufen. Oh, Himmel, A und Zwirn. Oh Gott, yikes. Ich kann mal versuchen, ob ich die Übersteuerung rauskriege. Such das Büro. Oh. Ist das auf diesem Gelände hier? Himmel. Östlich. Der meint ja bestimmt da oben, das auf der Karte, wa? Ei, ei, ei. Ich lauf mal kurz da oben hin, um zu gucken, ob das damit gemeint ist. Weil wenn nicht, dann komme ich wieder zurück. Wo lässt du mich jetzt hier alleine stehen? Ich lasse dich alleine auf dem Friedhof stehen. Das ist doch voll kein Problem, oder? Sag mal. Hier ist ein Abhang. Wo bist du hingelaufen? Richtung Osten. Wo ist Osten? Ist der Esten, ist das. Sag mir, dass du das bist. Das bin ich. Hallo. Ach, ich laufe schon wieder ohne Taschenlampe, ne? Weil ich irgendwie zu doof bin dafür. Wie mache ich die denn an? Hast du noch an? Ja? Ja. Macht keinen Unterschied. Wieso halte ich die denn so behindert? Wieso leuchte ich denn nach hinter mich? Bei mir leuchtest du vor mich. Ich leuchte nach hinten. Okay. Ja, ich weiß halt nicht, weil guck mal hier, da. Ja. Hier. Ich weiß halt nicht. Möchten wir das tun? Ist das damit gemeint, das Bürogebäude? Ja, gut, Peri ist weg. Gut. Ich werde nachschauen. Ich komme mit. Es sieht nach einer Fabrik aus. Ich weiß halt nicht, ob er damit das Bürogebäude meint. Hier war gerade was auf meinem Radar. Was war denn das? Flauschi, ja. Warum ist das so rot? Wo? Oh. Bist du denn? Ah, da. Das ist die Alarmanlage. High voltage, keep out. Briefkasten? Hm. Wir sollen schleichen, das soll nützlich hier sein. Wer sagt das? Geh in die Hocke, C. Könnte nützlich sein, okay. Hier ist ein Zettel. Hier, die Tür ist zugegangen. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, ne? Tu nicht mehr was, ich habe hier einen Zettel, den ich vorlesen würde wollen. Also wer so aggressiv schreibt, mit dem spiele ich schon mal gar nicht. Ich bin nicht mit mir. Ich sehe hier, ich höre immer noch was. Uiu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 i. Das ist nicht mehr gefiltert. Das war jetzt durch meinen Kopf. War wie früher die Anfänge. Uiuiui, ich bin da. Du wolltest, dass das nicht gefiltert ist. Ich habe nicht gesagt, dass es gar nicht gefiltert ist. Uiuiui. So. Entschuldige. Ich lese auch mal einen Zettel vor, ne? Ich weine so lange in der Ecke. Ich habe wieder nichts gesehen. Gebt die Hoffnung auf, denn ich habe meine verloren. Doch eine schwache Glut des Trotzes zwingt mich, diese Nachricht zu hinterlassen. Was ist das denn? Ist denn das für ein Poet, dieser John? Eine schwache Glut des Trotzes zwingt mich, diese Nachricht zu hinterlassen. Der Wald, den du betrittst, ist verflucht. Jenseits deiner wildesten Albträume. Selbst wenn du umkehrst, wirst du hierher zurückkehren. Okay, das heißt, wir kommen hier nicht weg.
Nimm eine Kerze und geh nach oben. Du wirst sie brauchen. Ich habe mein Büro, in welchem sich der Schlüssel befindet. Kerze nehmen, nach oben gehen, Büro, Schlüssel. Achso, versiegelt. Berühre die Tür und verwende die Kerzen, um das Siegel zu brechen. Das macht total Sinn. Hier ist schon wieder... Ich kann gerade nicht, ich lese einen Zettel. Hast du gerade was getrunken währenddessen? Berühre die Tür und verwende die Kerze, um das Siegel zu brechen. Ich wünschte, ich könnte mehr sagen, aber es ist mir nicht erlaubt. Wieso? Warum? Sie haben nicht nur meinen Geist gequält, sondern auch meine Seele in Besitz genommen. Sie gehört jetzt ihnen. Und dann kann er trotzdem noch Zettel schreiben. Also ich mach dich jetzt mal leiser an meinem Ohr, ne? So. Mein Inventar ist voll. Ja. Was lasse ich denn jetzt hier? Oh. Ich lasse das Ding hier. So weg. Ich konnte vor Schreck nicht mal runterschlucken. Vielleicht muss ich etwas im großen Gebäude anzünden. Hallo. Hier, willst du Kerzen mitnehmen? Mein Inventar ist auch voll. Was hast du fallen lassen? Dieses komische Walkie-Talkie, was wir nicht benutzen. Okay, dann lasse ich Medikamente fallen. Mhm. Ich bin um die Ecke gegangen, nur plötzlich ist unter mir, da haben die Kinder gesungen. Ja, die habe ich gehört. Und da kam ein Schatten auf mich zu und dann wird hier auf einmal ein Pfeil und ich bin nach dem Pfeil gelaufen. Und dann stand ich da vorne in diesem Schneidepunkt und haben die angefangen, noch lauter aggressiver zu singen und dann ist da dieses Graffiti entstanden. Also sie ist schon wieder weg. Hi. Geradeaus ist Graffiti am Boden. Ernsthaft, ich klemm hier fest. Was steht denn hier? Achso, ich dachte gerade, es wäre ein männliches Geschlecht, aber es ist kein männliches Geschlecht, weil andersherum ist es ein Gesicht. Kilroy was here. Aha, wer ist Kilroy? Ich weiß nicht, aber du kannst ihn ja mal fragen, wenn er auf dich zukommt. Hier ist ja überhaupt nichts. Diese Kerze wurde von einem Ritual verwendet. Ich muss einen Trigger finden, der sie erlischt. Ja, oben die Tür. Wir sollen ja eigentlich nach oben gehen, aber du wolltest ja jetzt dem Pfeil hinterhergehen. Oh, entschuldige. Ja. Schon okay. Nichts. Das sah aus, als wäre mir eine Kaffeebohne ins Gesicht gesprungen. Was war das? Soll mit der Kerze. Wieso hast du die Kerze an deinem Rücken gepinnt? Weil ich dachte, die Taschenlampe macht mehr Licht. Das ist ja meine Taschenlampe. Das macht alles gleich Licht irgendwie. Also mit der Kerze sollst du oben irgendeine Tür berühren. Es sieht auf jeden Fall nach einem Bürogebäude aus. Okay, das... Also dann muss hier oben irgendwo eine Tür sein. Mit dem, wo wir die Kerze dran halten müssen, weil dann das Siegel gebrochen ist und da drin ist ein Schlüssel. Okay. Und vielleicht kriegen wir auch Passierschein A38. Ja, so ein bisschen erinnert mich das daran, ja. Noch eine Kerze? Kann ich mitnehmen? Ich muss einen Trigger finden, der sie erlischt. Ach so, da hast du das. Yes.
Diese Tür scheint verschlossen zu sein. Flauschi, Flauschi! Was ist los? Was ist los? Hallo? Hi. Und auf Wiedersehen. Was muss ich tun? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Muss ich mit der sprechen? Welche Taste war zum Sprechen? V? V! Go away, go away, go away, go away, go away! Go away, go away, go away! Geh weg, geh weg, geh weg! Tschüss! Tschüss, Peri! Ist sie weg? Also hier oben ist sie nicht. Du bist doch mit ihr gegangen. Oh, sie ist noch da. Sie ist noch da. Entschuldigung, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich bin da draußen gelaufen. Geh weg, 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 geh weg. Das war doch die mit Go Away, oder? Ich dachte auch. Go away, go away, go away. Go away. Ja, ich würde gerne hier mir die Zimmer angucken. Lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Okay, jetzt ist sie wieder weg. Na? Fuchtelst du jetzt noch vor der Tür rum oder nicht? Oh, ich habe eine Kerze angemacht. Ach Mensch. Ich muss hier nach Kerzen suchen. Hör jetzt auf, diese ekelhafte Predator-Geräusche zu machen. Sie läuft wieder nach oben. Ja, schön. Ich habe eine Kerze angemacht. Ich stehe auf dem Balkon. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Vielleicht fange ich doch mit dem Kriechen an. Wo ist sie bein? Ich bin gar nicht da. Oh, hier liegt ein Skelett rum. Sie läuft wieder nach oben. Ich erschrecke mich vor meinen eigenen Schatten. Okay, wenn ich hocke, geht sie mir weniger um den Sack. Meinst du, sie kann Türen aufmachen? Weiß ich nicht. Boah, diese Schatten. Also diese komischen Kerzen kann man anmachen, ne? Oh, hier ein Zettel. Don't turn around steht da drauf. Das ist schön. Jetzt stehe ich vor diesem Zettel. Und jetzt, was tue ich jetzt? Oh. Ja, ich werde angegriffen. Ja, vielleicht sollte ich around the turnen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich schon war. Mensch. Oh, 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 nein, lass mich bitte in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ich möchte hier raus. Mensch. Bist du oben oder unten? Oben, im Kreis am Laufen. Ist verschlossen. Wie hast du die denn angezündet, die Kerzen? Ah. Ich häng fest! Ich häng fest! Oh Scheiße, ich häng fest! Ich hab hier eine Kerze. Lass mich doch mal diese fucking Kerze anzünden! Oh, ich glaube, ich bin im Limbus. What? Ich
ich bin in einem Keller und ich kann einen Sarg öffnen und hab eine Laterne gefunden. Und was musst du jetzt machen da? Das weiß ich auch nicht. Ich öffne gerade mal alle Särge, aber ich glaube, hier ist überall eine Laterne drin. Heißt das, wir haben fünf Leben? Ich kann Kerzen an- und ausmachen. Ich gehe mal eine Treppe hoch. Ich komme gerade nicht rein. Hebel umlegen. Es geht ja ein großes Steintor auf. What is happening? Wer bist du denn? Wer warst du denn? Alleine. Mhm. Hä? Ich bin wieder da, glaube ich. Ich bin am Auto. Ich gucke mir noch mal eben das Zettelchen mit den Gegnern an. Was ist das doch? Go away, go away, go away. Oder heißt das nur, dass wir weggehen sollen? Das kann auch sein. Okay, dieser Lehmmann, könnte der hier oben sein? Man sagt, er ist immer bei dir. Das Ding da oben, everyone who saw him died. Ja, wunderbar. He tried to hide, but he found us. Eigentlich weg. Und den da oben nicht angucken, aber wie soll ich denn erklären, wie der aussieht? Okay, Osten, ne? Yep. Ja, Nordosten. Ah, jede besondere Fähigkeit wird durch Ducken aktiviert. Durch Ducken? Ich dachte mittlere Maustaste. Ach so, das war das Komische, was ich vorhin gemacht habe. Hier stand gerade durch Ducken. Ich bin auf dem Weg. Oh, ich habe gar nichts mehr in der Hand. Das ist auch gut, ne? Oh no. Hätte aber was mitnehmen können, aber habe ich jetzt vergessen. Vielleicht liegen deine Sachen noch da. Ich komme nicht rein. Kommst du nur mit Die läuft dauernd vor der Tür auf und ab. Vor dem Haupteingang oder was? Oh, ich höre sie. Ja. Soll ich sie weglocken? Ach, es gibt zwei Haupteingänge, ja? Weiß ich nicht. Bist du da, wo das Licht an ist? Ich bin bei dir. Hi. Hi. So. Gut. Sind unten auch Kerzen? Eine zumindest habe ich gesehen. Die hätte ich aber auch angezündet. Oh, 5 von 7 gefunden. Okay, hier unten war nur eine Kerze. Ich weiß nicht, ob ich die oben jetzt vorhin geschafft hatte oder nicht. Als er mich in den Limbus katapultiert hat. Okay, du bist unten, ja? Oh, ja. Ich sehe ihn. Er ist unten, oder sie, oder es. Ja. Hier liegen Sachen. Meine Sachen.
Nee, jetzt bring mich nicht schon wieder hier an der gleichen Stelle um. Zimmer noch unten. Ja, klingt zu nah. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Leiter oder Treppe hochgeht. Ich glaube, sie ist Treppe hochgegangen. Ah nein, sie steht da noch am Eingang. Ich sehe die Nebelwolke. So, ich werde jetzt, wenn ich den Raum gecheckt habe und da ist keine Kerze drin, mache ich die Tür zu. Ist immer noch unten. Oh, Jumpscares, ich hasse sie. Ich habe nur gehört und bei dir kam irgendwie verzögert die Reaktion. Ich weiß ja auch nicht, ob das Ding uns hören kann. Hier ist ja auch schon eine Kerze. Der Witz daran ist, es war nicht mal sie, die mich erschreckt hat. Es ist gerade durch die Wand ist irgendwas durchgesprungen. Wahrscheinlich dieser Lebenklotz, der immer mit uns sein soll. Bei einem ist, ne? Was habe ich da jetzt in der Hand genommen? Hä? Wieso kann ich so ein grünes Licht machen? Das ist ein Telefon. Sie läuft bei mir vor der Tür auf und ab. Ich schleiche jeden Raum ab. Die Kerze. Also irgendwie möchte sie mich nicht mitspielen lassen, glaube ich. Das ist aber auch nur eine kurze, begrenzte Fähigkeit hier. Ist sie nach oben gekommen? Nein, sie ist immer noch unten. Sie läuft gerade durch die Türen durch. Oh, nein! Sie ist gerade durch die Tür gelaufen. So klingt die so laut in meinem Ohr. Ich weiß nicht, wo sie jetzt hin ist. Aber ich habe herausgefunden, wo unser Leben ist. Wo unser Leben ist? Ja. Bist du auch im Limbus? Nein, nein. Aber wenn ich das Handy öffne, ist das erste Drittel von diesem weißen Kreis jetzt verschwunden. Okay. Ich kann im Hocken kein Handy aufmachen. Doch, du musst nur dann noch unten gucken. Ach so. Ja, okay. Diese blöde Krücke, ne? Seid ihr noch unten? Ich sehe sie nicht mehr. Ich höre sie andauernd, aber ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Ach doch, ich sehe ihre Nebelwolke da unten. Ich finde hier keine schönen Kerzen mehr. Oh, du schon? Eine habe ich gefunden. Ich glaube, ich habe nur noch zwei Räume, wo was sein kann. Hey, bei dem Telefon war ich doch schon, oder?
gucke auch in die Mülleimer, aber es sind keine Kinderhände drin. Sie ist oben. Nein. Ich bin gar nicht da. Eine Mietskatze vor der Tür. Ist doch jetzt alles zu. Hab sie. Und jetzt, wo war die Tür, die verschlossen ist? Oh mein Gott, da ist sie. War die Tür hier unten? Ja. Oh Gott. Wer war das denn? Das meine ich doch die ganze Zeit. Der hatte ein weißes Unterhemd an oder sowas, ne? Ja. Wer war das? Onkel Walter. Ja. Ui. Okay, zurück zum Klemmbrett. Welches Klemmbrett? Ich hab keine Ahnung. Aber da ist doch noch eine Tür, die wir jetzt aufmachen müssen. Wir haben sie doch entsiegelt. Wo war die? Ja, das weiß ich nicht. Also oben habe ich alle Türen zugemacht, sinnigerweise. Also, bin ihr in die Arme gelaufen. Okay, hier ist alles auf. Es müsste dann oben sein, wo ich ihr alles zugemacht habe. Lass mich in Ruhe. Achtung. Hab sie. Schaffst du es alleine, dass ich hier das Vieh ablenke? Was ist denn das? Das ist bei mir. Okay, sehr schön. Alles gut, sie guckt mich an. Ich stehe auf der Türschwelle und sie hängt an der Treppe dadurch fest. Hä? Wo seid ihr denn? Nicht die Treppe runtergehen. Okay. Die andere. Nimm die andere Treppe. Wo muss ich denn hin? Nicht da, wo Kilroy ist. Machst du jetzt irgendwas oder muss ich irgendwas tun? Ich mach doch. Ich habe gesagt, ich stehe hier in der Tür. Sie guckt mich an. Sie hängt an der Treppe fest. Sie kommt nicht zu mir, weil ich mitten im Türrahmen stehe. Das heißt, ich muss jetzt zu der verschlossenen Tür gehen. Ist die oben oder unten, die Tür? Unten. Oben war die Tür und unten ist sie. Oben ist die Tür, okay. Jetzt mache ich einfach mal alle auf und hoffe, dass ich die passende Tür finde. Okay, Türen sind alle auf, dann gehe ich jetzt mal gucken. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo... Das war. Ich höre Geräusche. Ja, hier bin ich hin. Scheiße, in welche Richtung muss ich denn jetzt? Hier. Achso, hier ist ein Pfeil auf diese Tür. Das macht Sinn. Go away! Go away! Go away! Ich habe einen Schlüssel. Sie ist weg? Ich habe den Schlüssel. Kein Signal mehr. Ist sie jetzt weg, weil du Paran- das sagt hast oder weil ich den Schlüssel eingesammelt habe? Ich glaube, der Schlüssel, weil ich habe nur dreimal go away gesagt. Wo bist du denn? Hi. Aha. Das einzige Büro mit einem Aktenschrank, hä? Ja. Okay, wofür war der Schlüssel? Weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, das... Aber hat er nicht gesagt, hier findet ihr dann weitere Notizen? Achso. Was steht denn unten auf dem Tisch, an dem Tisch auf der Notiz? Mmh.
brauchen den Schlüssel für sie, berühre die Tür und verwende die Kerze, um das Siegel zu brechen. Aber es ist mir, sie haben nicht nur meinen Geist, bla bla. Der Wald, den du betrittst, ist verflucht. Nö, keine Ahnung. Dann lass uns doch mal zurück zum Hauptquartier gehen. Okay. Hinterm Haus, ne? Richtung West, Südwest. Ja. King fest? So jetzt hat. Blöde Steine. Oh Gott. Kannst du einen Bug melden? Hm. Steine sind undurchdringbar. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Guck mal, hier ist Pilz. Und was für einer? Leckerer. Ja, genau. Ja, der ist einmal lecker. Ein einmaliges Erlebnis. Was war das? Ich hab's wieder nicht gesehen. Das Spiel hasst mich. Nein. Oder du hasst mich. Nein. Du redest mir dauernd ein, ja, ich sehe das alles nicht. Weil ich gaslighte dich, ja? Ja. Ah, haben wir hier nicht irgendwo ein Klemmbrett? Ich weiß es nicht. Stand hier nicht irgendwie, wie man das Klemmbrett aufruft? Bei Paranormal setzen wir zerbrochene Teile wieder zusammen, um sie zu entziffern. Diese Werkbank hilft uns dabei. Ich habe ein Viertel von meinem weißen Kreis weg. Dann nimm eine Meduzin. Nein. Ah, Klemmbrett ist auf Q. Ja, wer hätte das denn nicht erraten können? Überlebe den Hunger der Kreatur in der Krypta, indem du dich nicht erwischen lässt, oder nutze das Licht einer Laterne und kehre ins Leben zurück. Ja, das, ach so, das habe ich gemacht. Überlebe den Hunger, okay. Schlüssel zeigt den Weg, wurde gesagt. Benutze den Schlüssel, um den Weg zu finden. Hier ist noch was. Nach allem, was wir wissen, scheint in diesem Wald eine Art Fluch zu lasten. Finde die Quelle dieses Fluches. Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Bam, bam, bam. Dam, dam, dam.